Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skyrim mit mir. Ich bin der Neflaton und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir befinden uns immer noch auf der Suche nach den Ethereum-Splittern oder Ethereum-Splittern, wie es auch immer heißt. Wir finden allerdings gerade nicht so recht die richtige Stadt bzw. Zwemer-Ruine. Entweder im Sulft, wo wir uns jetzt mal ein bisschen umschauen werden, oder wir gehen nochmal wie in der letzten Folge hier hoch nach Kangenzell oder Kangrenzell und gucken uns hier nochmal die Gegend an, denn im Tagebuch steht drin, dass es vor der Stadt, vor einer großen Stadt. Im Sulft ist auf jeden Fall eine große Stadt, die schauen wir uns jetzt mal an, gelagert werden muss das Ethereum und ja, ansonsten müssen wir halt nochmal hoch zu Kangrenzell. Zwergenlagerraum. Na, Lagerraum klingt interessant. Na, guck an, Treffer. Waren wir hier schon mal? Da seid ihr ja. Hallo? Hier wurde wohl alles weggeschafft. Wenigstens der Splitter ist noch da. Tatsächlich? Ist er? Nee, ist er nicht. Okay. Okay, nee, der ist nicht mehr da. Dann ist das wohl eventuell der, den wir uns schon gekrallt haben. Ja, hier wurde wohl alles weggeschafft. Ich würde sagen, das waren wir, die hier alles weggeschafft haben. Nun, los! Nehmt ihn. Ich glaube, wir waren jetzt gerade ein bisschen. Das ist. Da haben wir wohl, glaube ich, jetzt irgendwie so ein bisschen Quest-Bug oder so erwischt. Ich sehe hier keinen Splitter. Ja, ich würde sagen, das ist ein bisschen buggy. Würde auch erklären, warum uns nicht auf der Karte angezeigt wird. Was machen wir denn dann da? Allerdings heißt es ja dann auch, dass der einzige Ort, ich meine, die 1, die haben wir. Dann die 3 haben wir auch. Die haben wir uns vor 3 Folgen geholt. Also die vorletzte, glaube ich. Und 4, da sind wir jetzt. Also ist der nächste, also der letzte Splitter, der noch bleibt tatsächlich oben bei, wie heißt das? Tarsel. Tarsel, verbündete Stadt erwähnt. Es handelt sich aber nicht um Tadams. Scheint eher ein nördlich oder nordwestlich davon gelegener kleinerer Standort nahe des Flusses zu sein. Okay, Leute, passt mal auf. Das könnte natürlich sein, dass wir in dieser Stadt Tamdarsel, warte mal, wie heißt die? Es ist nicht diese Stadt. Nördlich oder nordwestlich. Also entweder hier oder nordwestlich, irgendwo da hinten. Okay, also wir haben wieder einen Hinweis, wir gehen da mal hin. Ein kleinerer Stand, oder? Das würde ja dann eventuell sogar bedeuten, dass wir den relativ schnell bekommen dürften. Wir marschieren aber jetzt mal nach Norden. Nach Norden hoch und gucken, ob wir da irgendwas sehen. Woher seid ihr gekommen? Na, hallo Freunde.
Es konnte nicht anders enden, sagt er. Und Serana belebt einen wieder. Na, der freut sich bestimmt, dass er jetzt die Seiten gewechselt hat. So, weiter geht's. Ah, guck mal, da drüben sind Zwergenruinen. Prima. Ja, geil, da war ein Staudamm oder sowas gewesen. Schön hier. Verbündete Stadt. Tiefenkreuzung entdeckt. Noch mehr. Und da, was ist denn das? Was haben wir denn hier? Ein Zwergenhelm und eine leere Truhe. Und da ist die Scheibe, die da im Versuch rumliegt. Sehr gut. Aber wiederum und alles, völlig egal. Auch wenn ein Vogel vorbeikommt, vielleicht eine Elste, die ja doch recht gerne glitzertes Zeug einsammelt. Alles wurscht. Wir stecken sie ein und wir haben 4 von 4, Leute. Jawohl, und da ist noch ein Schwert. Aber das bringt nicht viel. Interessant. Hallo? Lasst uns etwas schneller gehen. Die Sonne. Diesmal habt ihr mich geschlagen. Gerade gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist der letzte, oder? Es ist höchste Zeit. Wir treffen uns bei der Schmiede. Jo, Leute, spannend. Die Schmiede. Ist ja dann irgendwo hier unten, ne? Da. Ruinen vom Talft. Da waren wir schon. Die haben wir sogar schon abgeschlossen. Seltsam. Naja, nichts wie hin. Wir gucken mal. Ich bin sehr gespannt. Oh Mann, jetzt wird's aber lustig. Drache auch noch und so. Was gehört habe. Oder ihr habt einen gehört. Also schon Schuppenviech ist so bestimmt in der Nähe. Ich wusste es. Ab auf den Boden. Naja, da ist er doch. Erwischt. Ein alter Drache sogar. Au! Wir müssen ihn einfach nur am Boden halten. Das machen unsere Fürsten machen das schon. Wer bist denn du? Ein Soldat? Na, da beschweren wir uns jetzt. Boah. Da geht er hin, der Soldat. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt einen Drachen gelegt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Drachen. Komm her. Ich habe ja wieder. Hoffentlich sind das nicht wieder Sachen einstecken. Naja, die Drachen noch, ich weiß nicht. Musst du haben, kannst du haben, wenn du willst.
Ah, verdammt, die haben wir nicht leer gemacht. Ah, verfliegst nur eins. Naja, das müssen wir halt. Aber die Seele, die könnt ihr nicht mitnehmen. Die nehme ich. Ich mache mir nichts aus der Sonne. Aber die wäre jetzt besser als dies hier. Oh, der Stiefel. So. Oh, reicht nicht. Ah, okay, ist genau. So. Okay. Grüß dich. Ihr habt es geschafft. Und ihr habt die Splitter mitgebracht. Ja, aber. Ja, ich habe sie. Was nun? Seht euch das Gerät hier an. Das Zahnrad in der Mitte hat genau die richtige Größe. Steckt die Splitter einmal dort hinein und wartet ab, was passiert. Na gut, jetzt haben wir sie so aufwendig gesammelt, jetzt dürfen wir sie auch wieder abgeben. So, Blätter mal rein. In solchen Farben habe ich noch nie gesehen. Oh, nice. Zerstören? Unbedingt. Macht nur. Versucht es einmal. Was denn? Das Ding zerstören oder was? Bist du wahnsinnig? Warum sollten wir denn das machen? Aktivieren. Was zum? Zurück, schnell. Bring es in deinen Besitz, tritt zur Seite. Wow. Es ist wahr. Es ist alles wahr. Kommt, sehen wir sie uns an. Das ist nicht schlecht. Finde die Ethereum-Schmiede. Ja, geil. Na dann, die Damen, darf ich bitten? Serana, komm. Noch einen Schritt, komm. Ich weiß, wir müssen da nicht drauf warten. Die würden mitgebeamt werden, aber für den Stil. Leute, wir haben die Ethereum-Schmiede gefunden. Das hat länger als sonst gedauert. Wie tief sind wir? Geil. Richtig tief, bitte. Und ich glaube, wir haben auch schon wieder einen Zugang gefunden. Zur Schwarzweide. Wow. Durchaus beeindruckend hier. Und wer macht hier das Licht an? Boah, Leute, das ist ja richtig nice hier. Aber voll. Ach so, tief kann es nicht sein, wenn hier Licht reinfährt. Ja, beeindruckend. Obwohl ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob wir noch eine Seele haben. Nach den ganzen Schandtaten, die wir so die ganze Zeit machen. Stehst du auf?
ist wieder ein Bogen. Da ist wieder ein Hinweis, dass wir da die Dinger anschießen müssen. Eine Leere. Beide oder was? Einfach anschießen. Ja, die muss richtig gut sein. Als ob was. Bitte, bitte, was? Was haltet ihr von dieser ganzen Sache? Ich kann es kaum glauben. Das ist es. Wir haben tatsächlich die Schmiede gefunden. Endlich. Was haltet ihr von diesem Ort? Er fühlt sich alt an, nicht wahr? Selbst für Zwergenverhältnisse. Seit tausenden von Jahren war hier keine Seele. Okay. Na gut, dann mach mal den Bogen. Oh, hab kurz einen Hänger gehabt. Sieht so aus. Für die Ätherischen stelle den Dampf ab. Okay. Und jetzt? Verdammt, was zum... Ich zwinge die Wächter. Hm. Das schaffen wir. Nur zu. Ja, das schaffen wir mit Sicherheit. Pass auf. Wir brauchen gar nichts zu tun. Pass mal auf. Einhändig hat sich verbessert. Das ist mir entschieden zu dunkel hier. Wieder abstellen. Wiederherstellen hat sie auch mal verbessert. Nice. Ziemlich viel, was passiert gerade. Ich war sicher, ich hätte was gehört. Oh ja. Oh, 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 ein großer. Oh, was ich da machen? Los, Männer. Auf ihn. Oh, der speit sogar Feuer. Der Meister schrie.
Da klappt er zusammen, der Meister Schmidt. Was hast denn du gedroppt? Geil. Lecker. Sehr gut. Ich kann es selbst kaum glauben. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Es gibt nur noch eines, was wir tun müssen. Wir müssen beweisen, dass es tatsächlich funktioniert. Dass dies die echte Ethereum-Schmiede ist. Tja, wie stellen wir das an? Wie geht das? Indem wir etwas schmieden, natürlich. Okay. Macht nur. Nach allem, was ihr getan habt, gebührt euch die Ehre. Ja, du wirst nicht mehr allzu viel brauchen, ne? Etwas schmieden, womit? Hier gibt es kein Ethereum, oder? Verdammt! Moment, doch, hier gibt es sehr wohl welches. Die Splitter, die wir gesammelt haben, sie bestehen aus reinem Ethereum. Erinnert ihr euch? Nicht viel, aber es sollte reichen. Mit ihnen und den Dingen in diesem Raum haben wir alles, was wir brauchen. Glaubt ihr, dass es irgendwo noch mehr Ethereum gibt? Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist ein Wunder, dass nach all den Jahren noch so viel vorhanden ist. Macht das Beste daraus. Dies ist vielleicht die einzige Chance, die Schmiede jemals zu gebrauchen. Okay, Leute. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um eben. Vielleicht finden wir tatsächlich auch noch mehr Ethereum. Wow, einen dicken Zweihänder. Den nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Der Stärke. Moment. Der Stärke klingt interessant. Unsere Schuhe haben 45. Wo sind sie denn jetzt? Da. Ah, 35 nur. Aber dafür wiegen sie wesentlich weniger. Das macht das Ganze wieder wett. Okay, das war... Da kamen die Maschinen raus und auf der anderen Seite vermutlich ebenso. Aber da ist auf jeden Fall auch nochmal... Suche Handwerksmaterialien. Suche nach Handwerksmaterialien. Okay. Na gut. Kann er wieder nichts mehr tragen. Ist er wieder vollgestopft. Ich hätte ja schon ein bisschen Lust, ein kleines Bad zu nehmen. So Leute, dann schauen wir uns das jetzt mal an, was wir hier eventuell schmieden können. Und ich habe mal gespeichert, weil wir gucken uns natürlich alles an, was wir schmieden können. Puh. Das Zahnrad geht da rein. Ah, wir sehen es sogar. Oh geil. Oh, was ist das denn? Speichert eine letzte Fähigkeit eines Findlings und gewährt sie dir zusätzlich zu deiner jetzigen. Was ist denn ein Findling? Was sind Findlinge? Also Pflanzen oder... Stab, beschwöre eine Zwergenspinne oder eine Zwergensphäre für 60 Sekunden an der Stelle, auf die der Zaubernde zeigt. Was haben wir hier von diesem Schild getroffene Gegner erlangen? Gegner, tatsächlich. So, jetzt ist die Frage, also der Stab. Also den Stab, den finde ich Quatsch. Weil erstens
Nur für 60 Sekunden, wenn die uns immer folgen würde, also die ganze Zeit, dann wäre es geil. Ja, bis sie eben kaputt geht, dann wäre es geil. Aber so haben wir so viele, also alleine wenn wir wieder mit Iola unterwegs sind, die zaubert uns ja sowieso die ganze Zeit irgendwelche Adronarchen vor die Nase. Der ist Quatsch. Was es für einen Sinn machen sollte, einen Gegner in eine ätherische Gestalt zu verwandeln, ist es auch Quatsch. Ja, das Schild sieht zwar mega geil aus mit der Kugel, aber irgendwo glaube ich, dass wir den größten Nutzen tatsächlich aus dieser Krone rausziehen. Da würde ich aber auch mal eben schnell Google befragen. Ja, muss mal hier rausgehen und mal kurz hier aufmachen. Ah, schon wieder so viele Tabs offen im Browser. So, also. Ja. Findlings, was sind Findlinge? Ah, oh, ah, richtig. Die Findlinge sind die Wächtersteine und so. Aha. Richtig, die haben wir ja, die benutzen wir eigentlich so gut wie nie. Also da, den haben wir, glaube ich, in diesem Let's Play vielleicht ein- oder zweimal haben wir die gewechselt oder so. Aber es wäre mal ganz spannend, wenn wir das mal gucken. Dadurch macht das ja diese Krone. Speichert deine letzte Fähigkeit eines Findlings und gewährt sie zusätzlich zu deiner jetzigen. Ah, das ist ja schon mega fett. Das ist ja schon richtig, richtig geil. Ja, Leute, wir machen die Krone auf jeden Fall. Das ist der größte Bonus, den wir da rausziehen können. Das Schild ist Schmarrn, der Stab ist noch größerer Schmarrn. Die Krone ist der Hammer. Jo, die machen wir. Wir werden uns die Krone schmieden. Auf geht's. Ja, bitte. Schmiedekunst verbessert auf 93. Geil. Was jetzt? Für mich. Ich habe getan, was ich mir vorgenommen hatte. Aber ihr nehmt das mit in die Welt hinaus. Aber wie wir das machen? So erzählt, was wir entdeckt haben. Gemeinsam. Okay. Gibt es noch mehr Ethereum? Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Hat sie schon gesagt. Meinen Glückwunsch und danke, Katrina. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Wir haben sie gefunden. Endlich. Und jetzt kann ich endlich ruhen. Lebt wohl, mein Freund. Wo ja, lebe wohl. Und Ruhe in Frieden. Der Hammer, Leute, der Hammer. Die gehen wir uns jetzt mal, die schauen wir uns jetzt an und die ziehen wir auch an. Wo ist sie denn? Wahrscheinlich unter A, ne? Ethereum-Krone. Ja. Wir brauchen unbedingt einen Facelift, Leute. Ganz unbedingt. Das schaut ganz furchtbar aus. Ah, ja.
Aber was für eine hübsche Prinzessin. Schaut sie euch an. Ah, Mensch, du ein Schnuppelchen. Ohne Scheiße, mit dem könnten wir doch Pferde stehlen. Den würde man alles anvertrauen. Alles. Ja, Hand ins Feuer legen. Ah, durch dick und dünn gehen oder wie man auch immer sagt. Ne, ein richtiges Schnuppelchen. Süß. Süß. So, Leute, aber mit diesem wunderbaren Bild beenden wir diese Folge. Mir hat es mega Spaß gemacht. Wir haben super viel erreicht wieder. Wir haben eine mega geile Krone und wir werden uns in der nächsten Folge mal ein bisschen mit den Findlingen auseinandersetzen, würde ich sagen, und uns da zwei raussuchen, die richtig nice passen. Na? Ich freue mich drauf und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wenn ja, dann würde ich mich für einen Daumen nach oben, würde ich mich riesig freuen. Auch für ein Abo meines Kanals, falls ihr nicht eh schon eins habt, würde ich mich riesig freuen. Und natürlich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, dann auch. Und ich sag mal, bis dann. Euer Neflatur.